Ist das Information? Oder kann das weg? Der Podcast mit Robert Bodi und Gerald Hüther. Die Nachrichten. Nachrichten. Und damit wieder herzlich willkommen bei Ist das Information oder kann das weg? Dem Podcast mit Gerald Hüther und Robert Bodi, der allen, die zuhören, ganz herzlich willkommen sagt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, willkommen auch von mir. Schön, dass das wieder klappt. Und wir freuen uns drauf. Gerald, wir haben heute einen Klassiker, möchte man fast sagen. Einen Klassiker erstmal für den Umgang mit Journalismus und auch den Umgang des Journalismus mit Themen und in gewisser Weise natürlich auch einen Klassiker aus deinem Fachgebiet, nämlich der Hirnforschung. Da heißt es Mythos Spiegelneurone. 30 Jahre ist es her, dass die Spiegelneuronen entdeckt wurden. Und heute stellt der Journalismus die Frage, konnten sie die hohen Erwartungen erfüllen, die die beteiligten Wissenschaftler damals an sie stellten? Berührt dich das? Ist das wirklich nur ein Mythos oder geht das zu weit? Ja, es war ja damals im Grunde genommen eine sehr banale Beobachtung, die der Professor Rizzalotti gemacht hatte, nämlich dass Makaken, denen sie solche Elektroden eingepflanzt hatten, nicht nur dann reagierten, das heißt, die Signale, die sie von Einzelzellableitungen bekamen, waren nicht nur dann zu sehen, wenn der Affe eine Handlung ausführte, sondern die waren auch dann zu sehen, wenn er eine Handlung beobachtet hat. Und daraus hat man dann geschlussfolgert, dass da also im Hirn so Spiegelneuronen sind, die also in der Lage sind, das Verhalten eines anderen Menschen sozusagen in das eigene Hirn zu transportieren. Und das hat man dann auch sehr stark, es ist dann in der New York Times ist das rauf und runter diskutiert worden. Und dann wurde das für alles verantwortlich gemacht, für das, was man Empathiefähigkeit nennt, für die Sprachentwicklung, für diese Theory of Mind, also für diese Fähigkeit, sich in die Intention eines anderen Menschen hineinzuversetzen und zu erkennen, was der gerade so vorhat. Und das ist natürlich richtig hochgezogen. Und dann haben sie auch sogar gesagt, oh, das ist jetzt mindestens so wie das, was damals in die Entdeckung der DNA für die Biologie bedeutet. Genau ja. Das ist jetzt sind diese Spiegelneuronen. Das ist sowas Wichtiges jetzt für die Psychologie und die ganzen Bereiche der Neurowissenschaften. Wunderbar, habe ich damals schon gedacht. Und jetzt sehen wir, ist doch nicht alles so toll. Du sprichst gerade den Vergleich mit der DNA an. Ich erinnere mich an unseren letzten Podcast, da hast du gesagt, die Erwartungen an die DNA waren eben auch völlig überzogen und da hat es auch eine Ernüchterung in der Biologie gegeben. Insofern ist der Vergleich ja vielleicht gar nicht so falsch, auch wenn er ganz anders gemeint war. Nämlich eine wichtige Einsicht, eine wissenschaftliche Erkenntnis, die durchaus ihre Berechtigung hat und auch nicht unwichtig ist, aber die völlig überbewertet wurde. Genau. Kann man das so sagen? Und es wird dann, genau, es wird dadurch überbewertet, dass der Wissenschaftler selbst schon natürlich seine Entdeckung in einen größeren Kontext stellt und schon mal das der Öffentlichkeit preisgibt mit dem Hinweis, oh, das hat eine große Bedeutung, muss er machen, sonst ja. Wird er das nicht los, sonst ist ja auch ein bisschen Marketing dabei. Und dann sind natürlich die Medien, die hören jetzt von so einer Entdeckung und finden das auch ganz großartig und müssen die noch ein bisschen weiter aufblasen und müssen sie noch bedeutender machen, das haben wir auch in dem Buch geschrieben, emotionale Aufladung heißt das. Also jetzt kriegt das Ding nochmal ein richtiges Gewicht. Das ist manchmal mit wenigen Worten gemacht, die so ein Journalist dann schreibt, wenn er über diese Entdeckung berichtet. Und dann auf einmal breitet es sich aus. Und dann im Falle der DNA haben wir da ja praktisch ein halbes Jahrhundert fast gebraucht, bis wir jetzt langsam erkennen, dass da, also doch nicht alles in dieser DNA steht, dass die wesentlichen Regelprozesse doch durch etwas verursacht werden, was man dann epigenetische Faktoren nennt und dass diese Faktoren nun wieder durch eigene Erfahrungen beeinflusst werden, haben wir vorher auch nicht für möglich gehalten. Also im Grunde genommen hat sich das ganze Konzept aufgelöst und hier haben wir wieder so einen Fall. Einer beobachtet was, nämlich dass da bei Affen irgendwelche Motoneuronen feuern, auch wenn man nur zuguckt. Und dann wird daraus eine Riesentheorie gemacht. Ich will jetzt mal was ganz Böses sagen. Das hat die New York Times nur gemacht, weil das sich so gut verkaufen lässt.
Man hat ja auch vorher schon von Nachäffen gesprochen. Also die Einsicht ist ja jetzt nicht so ganz neu. Ja, das war der Volksmund, der hat da mehr verstanden. Und der hat auch das nur auf das Handeln bezogen. Also das war sogar richtig. Also das haben sie ja dann nun inzwischen rausgekriegt, dass es durchaus so ist, dass wenn man eine andere Person dabei beobachtet, wie die jetzt sich zum Beispiel Tee eingießt oder eine Banane schält, dass dann im eigenen Hirn Motoneuronen diese selbe Handlung mitvollziehen, müsste man fast sagen. Also gewissermaßen sieht das dann ein bisschen so aus, als ob man das selber macht. Und in Wirklichkeit ist es das, was wir erleben. Wir vollziehen die Handlung des anderen mit. Oder eben wir äffen den anderen nach, wenn es gerade ein Affe ist. Wir haben irgendwie immer wieder denselben Mechanismus in diesen Geschichten, nämlich dass eine durchaus veritable wissenschaftliche Erkenntnis so überhöht wird, dass sie dann irgendwie aus den Fugen gerät und völlig überbewertet ist. Das ist das, korrigier mich, wenn ich das falsch sehe, das ist ein bisschen wie das Vertrauen in den Lügendetektor. Ich sehe, dass jemand anfängt zu schwitzen, die Leitfähigkeit der Haut erhöht wird und ich schließe daraus, dass er gelogen hat. Letztendlich kann ich nur daraus schließen, dass er geschwitzt hat, weil dass er gelogen hat, ist zwar nicht unwahrscheinlich, lässt sich aber im Grunde, wäre bei weitem nicht die einzige Ursache dafür, dass jemand schwitzt und die Leitfähigkeit der Haut erhöht wird und dann der Lügendetektor anspringt. Will sagen, wir nehmen diese Symptome, wir beobachten die, die sind wissenschaftlich fundiert, diese Beobachtung, aber die Bewertung geht dann viel weiter, als eigentlich durch die Beobachtung gerechtfertigt ist. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen und da steckt ja noch eine ganze Menge mehr dahinter, nämlich, dass wir Realitäten beobachten und dass wir uns eine Vorstellung von diesen Realitäten machen. Und dann folgen wir dieser Vorstellung und dann machen wir aus dieser Vorstellung noch eine Vorstellung und noch eine Vorstellung. Und in einer gewissen Weise kann das dazu führen, dass man sich als Einzelner oder auch als ganze Gesellschaft mit den Medien auf einen Weg begibt, wo man sich immer mehr im Bereich dieser selbstgemachten Vorstellungen befindet, als in der Realität. Und da gibt's, glaube ich, dann gar keine andere Hilfe mehr, als dass sich plötzlich die Realität wieder durchsetzt, dass sich sozusagen die Wirklichkeit zeigt. Das kennen wir kennen alle solche Leute, die sich in solchen Welten, selbst erdachten Welten verloren haben. Die müssen dann wieder hart auf der Ebene der Realität landen und dann stellt sich heraus, ja, das ist zwar nett, dass wir Menschen uns Vorstellungen machen können, die helfen uns ja auch ein bisschen so bei der Suche, wo es lang geht und da können wir auch vieles ausprobieren, aber irgendwie muss man auch mal wieder zurück und hier ist über die Propagierung bestimmter Erkenntnisse und Vorstellungen über die Medien eine Situation entstanden, wo diese Vorstellung sich derartig auf der ganzen Welt ausbreitet, in den Köpfen der Forscher und dann auch noch der Lehrer und all derjenigen, die das weiter verbreiten, dass dann am Ende es immer schwerer wird, die Vorstellung wieder wegzunehmen. Da ist, glaube ich, jetzt kürzlich sogar noch mal ein Buch erschienen von dem Daniel Goldman, der dann selbst sich noch mal mit auf das Boot draufsetzt und sagt, die Spiegelneuronen sind so bedeutsam. Das heißt, der hängt da immer noch dran und es wird noch 2, 3 andere Publikationen geben, die dann auch noch mal geschrieben werden, weil man eben nun, weil es nun auch so schwer fällt, diese Vorstellung, dass das so tolle Spiegelneuronen sind, wieder loszulassen. Ja. Dieses Buch, das du ansprichst von Daniel Goleman, da geht es um soziale Intelligenz. Man muss zu seiner Ehrrettung sagen, er erklärt ja durchaus, dass diese Spiegelneuronen jetzt nicht die Wunderwaffe im Gehirn sind, sondern dass da viel mehr zugehört. Was mich natürlich als Journalisten da berührt, ist, dass da so ein alter Mechanismus ganz offenbar wird. 30 Jahre lang war es eine super Schlagzeile zu sagen, die Spiegelneurone kann alles. Die macht Empathie, die macht alles Mögliche. So, und jetzt irgendwann wird so eine Schlagzeile langweilig. Und dann kann man als Journalist wieder dieselbe Schlagzeile wiederholen. Das funktioniert aber irgendwann nicht mehr. Oder man sagt einfach das Gegenteil. Und dann kommt die Schlagzeile Mythos Spiegelneurone. Irgendwo doch genauso ein Unsinn, denn es gibt diese Dinger ja und die machen ja auch was. Nur halt nicht alleine und längst nicht so viel, sondern wie alles andere auch in Zusammenarbeit mit dem Rest von der Birne.
Ja, so kämpfen wir uns anhand von Extremvorstellungen in die Mitte, wo es dann wieder stimmt. Ja, klar, das Pendel wird einmal nach der Seite ausgeschlagen und dann wieder, damit es sich korrigiert, in die andere. Es ist immer so schwer, dann in der Mitte zu bleiben. Und die Mitte, nämlich diese Spiegelneuronen, es ist ja eigentlich verständlich, dass das Hirn über irgendeinen Mechanismus verfügen muss, mit dem es Handlungen anderer beobachtet. Und wenn man die sieht, muss es auch eine Möglichkeit geben, dass die im Inneren, im Hirn, in Form dieser Netzwerke, die dabei aktiviert werden, wenn man selbst so eine Handlung ausführt, dass die mit aktiviert werden. Ja. Das kennen wir ja auch alle. Ich weiß, dass es hochkomplizierte Bewegungsabläufe im Turnen oder auch beim Slalom gibt. Und da sieht man dann immer den Sportler so vor Beginn der Übung, sieht man den, wie der in sich geht und dann ruft der die gesamten Bewegungsabläufe nochmal auf. Mhm. Und je besser er das macht, desto besser sind diese Netzwerke dann schon sozusagen voraktiviert und dann fährt er los. Und das heißt, das ist alles das, was man braucht. Da müsste man jetzt auch sagen, was sind das jetzt, die Spiegelneurone? Was hat er denn jetzt für welche verwendet? Gefahren ist er noch nicht. Er hat sich sozusagen selbst gespiegelt, als ob er führe, aber er fährt noch gar nicht. Das gehört alles mit in dieselbe Kategorie und ist eigentlich irrsinnig spannend, geht aber alles an dem Blick vorbei, wenn man entweder behauptet, das sei nun für alles verantwortlich oder wenn man dann anschließend wieder die Badewanne total leer macht und sagt, das ist alles Quark gewesen. Ja. Fest steht, dass noch keine Spiegelneurone, noch keine einzige irgendein Skirennen gewonnen hat. Also offenbar gehört da ein bisschen mehr zu. Aber erklär uns doch mal, was machen diese Dinger denn jetzt tatsächlich? Was ist das überhaupt? Ja, du musst ja mit Hilfe deiner Augen musst du ja Bewegungsabläufe erkennen. Das können wir gut. Die Bachstelzen zum Beispiel, die Bachstelzen können das nicht. Die können, also das Hirn kann immer nur ein bewegtes Objekt sehen und wir können deshalb sehen, wenn sich was bewegt. Und wir haben aber dann die Möglichkeit auch zu erkennen, dass etwas da ist, obwohl es sich nicht bewegt. Also zum Beispiel jetzt hier mein Bleistift, den ich hier liegen habe. Ja. Das kann eine Bachstelze zum Beispiel nicht sehen. Damit die den Bleistift sehen kann, muss die sich selbst bewegen. Und deshalb wippen die Bachstelzen ständig, damit sich sozusagen das Hirn und die Augen und damit der Sehkreis ständig verändert. Ja. Und dann können sie ihre Welt sehen, nur dadurch, dass sie sich selbst bewegen. Das heißt, das Sehen hat etwas mit Bewegung zu tun. Und natürlich wird jetzt, wenn ich eine Bewegung beobachte, die eine andere Person ausführt, diese Bewegung in meinem optischen Kortex in der Sehrinde verarbeitet und wird dann dorthin geschickt, wo das, was ich sehe, auch verarbeitet wird. Zum Beispiel nämlich in die Bereiche in den sensomotorischen Kortex, wo meine Handlungen und meine eigenen Bewegungsabläufe gesteuert werden. Und dann werden dort natürlich Neuronen mit erregt, so als würde ich es selbst machen. Und das ist ja auch gut so. Also wenn wir das nicht könnten, würden wir ja gar nicht. Dann wären wir immer darauf angewiesen, alles selber zu erlernen und könnten uns von anderen gar nichts abschauen, wie die das machen. Und als soziale Wesen ist das ja eine ganz wesentliche Voraussetzung für unser eigenes Überleben, dass wir die Fähigkeit besitzen, dass wir anderen zugucken, wie die was machen, und dann übernehmen wir das selbst. Ist deshalb schon toll, dass wir diese sogenannten Spiegelneurone haben. Aber es ist natürlich noch nicht gleich für alles verantwortlich, und dass wir nun empathiefähig sind, hat mit den Spiegelneuronen wenig zu tun. Es sei denn, jemand meint, dass dadurch, dass man zuschaut, wie und dann vielleicht sogar noch auswendig lernt, wie man freundlich mit einer anderen Person umgeht, dass man dann selbst freundlich ist. Die Spiegelneuronen könnten das wohl mitschreiben und auch mitsignalisieren, was du machst, wenn du freundlich mit mir umgehst. Aber ich erklär weiß doch damit noch nicht, ob du wirklich mir freundlich gesonnen bist. Bin ich, Gerald. Okay, da glaube ich dir auch. Was funktioniert denn dann nicht? Ist die Journalie nicht in der Lage, diese Dinge so differenziert zu sehen? Oder ist die Forschung so spezialisiert auf einzelne Forschungsbereiche, dass eigentlich manchmal der Überblick fehlt, dass jemand sich nur Spiegelneuronen anguckt und dann völlig vergisst, dass die ja im Kontext eines ganzen Gehirns arbeiten?
Ja, das passiert ständig. Natürlich versucht so ein Forscher diese Details, die er da untersucht, immer tiefer zu ergründen. Und deshalb wird das ja auch immer weiter alles voneinander getrennt. Und das ist ja oftmals so, dass ob man wie so ein Maulwurf ein tiefes Loch in die Erde buddelt, in dem man dann drin sitzt. Und das sieht man auch wirklich nicht mehr, wie da oben das auf der Wiese aussieht. Aber das ist, glaube ich, das ist ein generelles Phänomen, wenn man sich mit irgendwas sehr intensiv beschäftigt, dass man dann ein bisschen den Blick über den Tellerrand verliert. Was wir hier beobachten, ist etwas anderes, nämlich die Frage, warum wird das so bedeutsam gemacht? Ja. Das ist ja, dass man es findet, ist das eine, aber dass man es so aufbläst, ist das andere. Und da muss man sagen, ja, sicherlich gab es das früher auch schon, dass Forscher, wenn sie dann irgendwas gefunden haben, das auch so gut es damals möglich war, hinausposaunt haben, dann sind sie eben zu ihrem Fürsten gegangen und haben dem erzählt, was sie Tolles gefunden haben, in der Hoffnung, dass sie dann einen guten Job kriegen oder irgendwelches Geld. Und heute macht man das über die Medien. Heute gibt man das bekannte Pressemitteilung der Universität sowieso. Der Forscher sowieso hat dieses gefunden. Die Pressemitteilung hat der Forscher ja selbst sozusagen initiiert oder lanciert. Dann ist die Pressemitteilung draußen, dann findet die in der New York Times irgendeiner, findet das interessant, sagt, Mensch, Spiegelneuron, das ist aber ein schöner Name, da kann man ja einiges daraus ableiten, da kann man einiges reinpacken und dann beschäftigt er sich mit dem Ganzen und dann kommen dann die Nächsten und sagen, naja, das könnte aber nicht nur für die Bewegungsbeobachtung zuständig, das könnte auch noch für Theory of Mind, für Sprachentwicklung, für Empathieentstehung, für die Ursache von Autismus und sonst was verantwortlich. Und da finden sich immer mehr Forschungsgebiete, wo jetzt wieder Leute reingehen, die untersuchen dann was. Und in dem Beitrag hier im Spektrum der Wissenschaften ist das auch schön zusammengestellt, was da alles für Studien notwendig waren, um den Unsinn jetzt wieder aus der Welt zu schaffen. Was das alles für einen Haufen Geld kostet. Nun sind wir ja alle als Menschen in dieser immer komplexer erscheinenden Zeit darauf angewiesen, dass Wissenschaft uns Dinge erklärt. Viele Menschen schauen auch auf die Wissenschaften und stellen Frage, was sagt denn die Wissenschaft? Wir haben das gerade während der Corona-Pandemie sehr intensiv erlebt und wir haben auch diese Verwirrung erlebt, wem soll man denn da eigentlich glauben? Die einen glauben dann einfach demjenigen, dessen Inhalt ihnen am besten passt. Aber wie schaffe ich das als Informationsverbraucher, um es mal so auszudrücken, mir da ein Bild zu machen, das über diese bis zur Verfälschung reichenden Vereinfachungen hinausgeht? Indem du dir diese entscheidenden Fragen stellst. Erstens, ist das irgendwas, was mich berührt? Also macht das überhaupt irgendwas mit mir? Wenn es das nicht macht, dann kannst du es vergessen. Manchmal macht es etwas mit dir, dass es dich aufregt. Du findest es spannend, interessant und sowas. Dann ist die nächste Frage, ja, kann ich damit was anfangen? Also ist das jetzt nur, dass ich mich emotional aufrege und dann anschließend kann ich gar nichts damit machen? Wenn das so wäre, würde ich sagen, dann brauchst du die Informationen auch nicht, es sei denn, es mangelt dir an Aufregung im Leben. Und dann heißt die nächste Frage, ja, wenn das jetzt so sein sollte, das muss man ja auch irgendeinen Grund suchen, warum das jetzt hier über die Medien und von diesen Wissenschaftlern derartig verbreitet wird. Und dann sucht man, was denn wohl der Grund sein könnte. Und dann merkt man, dass der Grund dann häufig gar nichts mehr mit der Information per se zu tun hat, sondern dass das eben Gewinnabsichten sind, die da ganz banal dahinter stehen. Und manchmal ist es auch Gewinn an Bedeutung. Das darf man nicht vergessen. Es geht nicht immer nur ums Geld, es geht auch um Einflussmöglichkeiten, um Ansehen, um Bewunderung, um Bedeutung im weitesten Sinne. Und es gibt eben sehr viele Menschen, die in dieser Hinsicht so einen Mangel verspüren an Bedeutung oder die gerne noch mehr Bedeutung hätten. Ich nenne die dann immer sehr frech Bedürftige, damit das auch ein bisschen nochmal zum Nachdenken anregt. Und je mehr man davon hat, desto mehr melden sich dann zu Wort und haben noch einen wichtigen Beitrag zu leisten. Ja klar, aber das kann man sich alles als Konsument von Informationen der Reihe nach abfragen und dann stellt man fest, kann in die Tonne. Oder spülen wir es runter oder es ist was, mit dem ich was anfangen kann, wo ich wirklich was damit machen kann. Hier mit diesem kann ich eigentlich nicht viel anfangen, außer dass ich ein kleines bisschen besser verstehe, wie Wissenschaft
funktioniert und wie sich dann auch die Presse da drauf stürzt und wie beide, nämlich Wissenschaft und Presse, sich dabei auch noch ziemlich heftig verrennen können und dann wieder zurück müssen und dass das Ganze auch noch einen Haufen Geld kostet. Nun haben wir eben über alte Weisheiten gesprochen. Eine ist, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das ist vielleicht eine Weisheit, die beim Konsum solcher Informationen ganz hilfreich ist, dass man vorsichtig sein muss, wenn einen solche Meldungen so emotionalisieren, dass man sich gleich aufregt, dass man es gleich wahnsinnig spannend findet, dass man denkt, das ist jetzt der Riesendurchbruch, der alles verändert. Das ist halt in der Regel nicht. Nee, und es wird immer umso verdächtiger, je schneller der Hype um sich greift. Also ich kann mich noch erinnern, nur weil das so schön vorbei ist, kann man das auch so schön erzählen. Ich war mal eine Zeit lang auch Melatonin-Forscher. Melatonin ist dieses Hormon, was in der Zirbeldrüse produziert wird. Und dann gab es plötzlich Befunde, die berichteten, dass das Melatonin das Altern aufhalten könne. Also, und das war dann Anti-Aging-Bewegung, die sich da drauf gestürzt hat. Und das lässt sich natürlich unglaublich gut vermarkten. Und im Nu war Melatonin überall zu kaufen und man konnte diese Melatonin-Tabletten da einnehmen. Und dann habe ich im Gespräch mit Kollegen, die in diesem Business unterwegs waren, festgestellt, die Säcke mit Melatonin-Tabletten waren schon vor dem Hype abgefüllt. Also da gab es auch eine Wirtschaft, die sucht sich dann eine bestimmte Vermarktungsmöglichkeit für ein Produkt, was sie dann auch schon mal in entsprechenden Mengen bereitstellen. Ja. Und dann finden sich natürlich auch Wissenschaftler, die da besondere Erkenntnisse über dieses Produkt zu haben glauben und die dann auch verbreiten. Und dann kann man sozusagen ein wunderbares Geschäft damit machen. Und das geht umso besser, je schneller der Hype hochgeht. Also da muss man mit den Säcken, mit dem Produkt schon dastehen. Dann muss der Hype kommen und dann wird das alles verkauft. Ein halbes Jahr später, so war das damals mit der Einnahme von Melatonin gegen das Altern. Das hörst du heute nirgendwo, da nimmt keiner mehr Melatonin gegen das Altern ein. So, aber man hat erstmal ein paar Säcke verkauft davon und wahrscheinlich nicht schlecht daran verdient. Also immer, wenn es so schnell hochgeht, ne, wenn das Essen so schnell und heiß präsentiert wird, sollte man erstmal mal gucken, ob das nicht in einem Gerät erhitzt worden ist, was nicht so günstig ist. Ja, manchmal sind Informationen halt Gold wert, nur nicht unbedingt für den, der sie angeboten bekommt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und da muss man dann auch gucken, wer da vielleicht dran verdient und was da so alles hinten dran hängt. Wir haben jetzt trotzdem, und das ist ja auch der Sinn unserer Gespräche, Gerald, viel über Spiegelneuronen gelernt, was sie tun und was sie nicht tun. Und darüber, was manche Informationsangebote tun und was sie eben nicht zu leisten in der Lage sind. Gerald, danke fürs Gespräch. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast. Danke dir auch und herzliche Grüße an alle, die uns heute wieder zugehört haben.